Hallo und herzlich willkommen zurück, sehr verehrte Damen und Herren. Das ist hier das Team Jimmy Jules. Hey Mann, wo ist Jasper? Mein Name ist Ron und ich heute spielen wir wie immer Tauchpack gesehen. Gibt es denn Schwierigkeiten? Sollten Falls ihr seine Eltern Folge sagen? Erinnert, guckt Nein, sie Mann, mal. Eltern sind dumm. Wahrscheinlich eben, schaut er nur Pornos. Ach, wer ist ja noch? Dem schwulen Fisch geholfen, seine Eltern, seine Mutter in den Himmel zu bringen? Wir alle wissen, wenn wir Tauchpack einmal geguckt haben, dass das Kanye West ist, der da gemeint ist. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden! Mikroaggression! Schlag ihn! Damn, da gibt es mal eine Flügel. Jetzt müssen wir natürlich dem Filmpass helfen. Denn der komische... Ach, pfui. Hey, lass ihn in Ruhe! Ich bin der komische, dran. Ja, soll man sagen, der Bösewicht hier ist lass ja Karten ins Hand, im Endeffekt. Oh Mann, bin ich dran? Und der möchte bestimmt... Ein Sturm zieht auf! ...besiegt werden. Au. Jeder Bösewicht. Geil! Die machen das ja nicht, weil sie wirklich die Welt haben. Wer ist das nächste Ziel, Mann? Nein, der möchte Bürgermeister werden und das kann ich nicht zulassen. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Jetzt pissen wir. Au! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Hier kommt Mysterio! Angriff aus dem Hinterhalt! Jetzt kriegst du es mit mir zu tun! Haha. Ich bin Mysterio auf die Fresse. Ein behinderten Mumienkostüm. Recht bewahren, unschuldige Schützen! Da man ja ein Geschütz hin. Oder ein, was auch immer für Geschütz. Ne? Echt Reichweite nicht? Ah, okay. Schade. Aber wie ich es mache, dann geht ihr doch. So. Noch einer erledigt! Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich wieder ins Friedenparks. Schrägstrich Kung Friends Hauptquartier, das ist ja jetzt die wunderbare Mischform. Die haben sich alle wieder vertragen und haben sich alle wieder ganz toll lieb. Denn Professor Timmy hat ja den praktisch den heiligen Gral der Franchise-Ausgeglichenheitsserie. Jetzt lässt aber so eine geile Sache Dinger gemacht. Ohne zu zucken, Respekt! Hat für alle gereicht. Pisst doch woanders in die Klappe. Voll machen! Hier kommt dein Tod! Verdammt, Mysterion! Hast du geübt oder sowas? Oh ja. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark 3. Hier drüben gefällst du mir besser. Das war dumm. Das war nur zu deinem Besten. Vergessen, dass es nicht so Support war. Ja, das schaffen wir, Leute! Ich habe die besten Superkräfte kombiniert. Wer will hier manchmal die Motivation von einem coolen Typen sehen? Wer will ein Eis? Super Klimasteuerung! Oh, ist ihm klein kalt? Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! War zu klein, um in die Flasche zu pissen. Los! Die Freedom Pals werden siegen! Ha. Gewonnen, ich koche einen doppelten Espresso. Oder vier. Ja, okay. Keine Neuigkeit. Das ist ja so ein kleiner Zwischenkampf. Ich weiß nicht, was denn sonst noch so entgegen kommt. Da ist ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten für die nächsten Folgen, ne? Und ich komme jetzt echt nicht durch. Wollt ihr mich arschen? Heldenhafte Narbe. Mhm. Sieht heldenhaft aus. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg außen rum gehen? Nicht wirklich, oder? Ah. Captain Diabetes rettet mir den Weg. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Mhm. Und los geht's! Meine Fähigkeiten sind einfach für den Arsch erst. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Harten Dank auch an dieser Stelle. Ein Arkan, gut. Ah ja.
So, wo müssen wir zur nächsten Mission hin? Zum Friedenplatz Hauptbüro, wie ich eben schon mal erwähnte. Achso, das ist kein Teleporter, das ist eine Fahnenstange. Mhm. Das kommt davon, Kinder, wenn ihr am Tag ungefähr 18 Dosen erledigt. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ja, für Blitzkrieg. Recht schaffen! Aber man merkt in der Steuerung schon die Konsolenoptimierung. Also alles geht mit WASD und FE dabei. Oh, hey, kleiner Homie, ich bin's, Classy. Oh nein. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Alles klar, besten Dank, Classy. Königin der Verhaftung. Eine neue Beschwörung im Endeffekt. Die werden wir uns doch demnächst mal angucken. Ach ja. Mann, die haben einen verdammt großen Garten. Durch den ich nicht vernünftig durchgehen kann. Dann hat sich das wohl erledigt. Also, wenn ich die Caps-Taste drücke, dann kann ich langsam laufen. Was mich nicht bringt, ich will schneller sein. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen beunruhigend langsam. Gut, ich bin ein Viertklässler, ein Zehnjähriger, der hier durch die Gegend eiert, also... Naja. Ah, er ist futsch! Der Plan ist weg, Mann! Tillys Franchise-Plan. Ja, das sieht sehr nach dem Plan aus. Erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Tim. Wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler. Du und die haben so wenig. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, ein kleiner, dicker Junge. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Oh, meine Eltern. Wo sind wir hier? Da war doch sehr viel Mut im... Hey, das sind doch Hunde aus Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Hätt ihr den Handel anzubieten? Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Ja! Ja! Der schlägt mich! Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Ach, scheiß auf meine Eltern. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Oh, wie schrecklich, oh mein Gott. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pearls ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sagt's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite! Wunderarsch, du glaubst mir doch, oder? Ja, nö, nicht so. Warte mehr! Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Oh Mann. So viel Informationen auf einmal. Was ist denn da gerade passiert? Was hat er gesagt? Ach, die eine neue Klasse. Was will es von mir? Ach, ich kann jetzt einfach alle nehmen, wie ich will. Nö, geil, macht Sinn. Fliegender Annihilator. Das klingt vernünftig. Alter, die machen ein Damage. Zerstören Gegner durch wiederholte Schläge und Kopfschüsse, um die größeren Schaden verursachen. Das macht keinen Sinn. Das oben da ist falsch. Mann, ey. Okay, mein aktueller Angriff macht 638. Ich könnte jetzt 666 machen. Das ist Todestauchen, da wo ich gerade... zwei Felder weiter kann ich das machen. Oder in einem großen Bereich Schaden geben.
kann natürlich auch heilen. Oder halt alle ankotzen, aber eigentlich bin ich mehr so der Damage-Dealer. Deswegen ist meine Attacke eigentlich ganz gut. Gerade was drei Reihen betrifft, aber... Ich glaube, ich probiere mal das dicke Ding hier aus, weil einfach... Cool. den Drachenkraftschlag kann ich ersetzen. Das war aus meiner Kampfsportler-Ära hier. Schnellen Schnitt. Der ist stärker und mein Mumm ist relativ hoch, deswegen kann das funktionieren. Der brutale Schlag ist ein bisschen stärker mit 266. Wir gucken nochmal in Ruhe hier. Und ihr müsst euch das auch noch angucken. Oder könnt euch das angucken. Oder ihr spult einfach vor. Ich zwinge euch hier zu nix. Aber 278, der ist schon stark. Und der hat den Blutungseffekt, das war ganz cool. Den Schattentausch finde ich eigentlich ganz nett, aber... Ein Roboterkumpel, der sich nach einem Zug selbst explodiert. Ja, nee, Geschütz. Gigavoltkugel. Drachenumkehr. Drachenkraftschlag. Das ist ganz gut, dass es eine AOE ist. Und das Ding hier ist seltsam. Hier habe jetzt ja gerade hier die Granate drin mit 22 Schaden. Grünknall, meine Herren. Die haben alle Namen hier. Zwille Dreifachbrand. Gastroschlag, alles klar. Eine Arschbombe kann ich einen Raumplatz machen. Oh. Nee, passt auf, ich nehme jetzt mal ein bisschen was, was alle ein bisschen tangiert, damit ich mal ein bisschen mehr Crowd Control habe. Ein Überschall finde ich allerdings ganz geil. Einfach weil ich damit Leute zurückstoßen kann. Das ist immer von Vorteil. Wo war denn überhaupt drin? Das war beim Speedster, ne? Ja. Ist nicht stark, aber... Vielleicht gibt es ja irgendwas Ähnliches, womit man was anfangen kann. Das ist ziemlich stark hier. Zieht Gegner in die Nähe. Oh, wir nehmen das hier mal. Dann gucken wir mal, was das neue Setup so kann im Kampf. Noch Artefakte bekommen? Das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ah, irgendetwas. Ich kann mal gucken, ob ich das craften kann, wenn ich mal dabei bin. Weil wir haben meine Zeit. Und Langeweile. Und ähnliches. Vernichtet ihr. Den habe ich zwar schon 1000 Mal, aber... Schaden kann es ja nicht. Irgendwie muss ich ja mein Artefakt-Level steigern. Mein Crafting-Level vor allen Dingen. So, das ist eines plus 4 und das andere plus 3. Das ändert nur einen Punkt. Seht ihr das? Von 16 auf 17. In der Gesundheitswiederherstellung. Was habe ich denn da aktuell drin? Das ist so... Einen kleinen Platz in Necronomicon. Das war ganz cool. Ja gut, ich will euch jetzt nicht weiter mit dem Menü nerven. Das geht euch nachher alle viel zu sehr auf den Sack. Und dann muss ich draußen nach dem Coolen suchen. Und dem Cartman mal ordentlich eine mitgeben, weil er mir ziemlich auf den Zeiger geht mit seiner elenden... Nennen wir es mal... Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst. Und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Mutter. Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Gut, dass das nur hier ist, weil sonst würde ich, glaube ich, hier austicken. Brief an Huntersdorf. Huntersdorf, das ist... Ja, das wird's. Ich verstehe auch gar nicht,
Professor Chaos ist jetzt mittlerweile mein Homeboy. Bullshit, hab, warum was sagt ihr denn nicht, die sollen wir mal aus dem Weg gehen und dessen von den Nerven wegbleiben? Geiles Ding! Nicht so schwer, oder? Ja, so. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Besiege die Chaos-Person, ja. Kampfmodus aktiviert! Setten, weil. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden schrottig. Sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Wenigstens weiß ich, dass es nicht das langweiliger werden kann. Der Sprecher geht mir ziemlich auf den Zeiger. Wow! Du bist jetzt ein Sklave des Chaos. Mikroaggression! Schlag ihn! Bam! Ha! Idiot! Hättest du blocken sollen! Hilfe blocken, Bruno, halt die Fresse! Wonder Trick! Ein Sturm zieht auf! Dir blitz ich einen! Ja, bevor er es im Blitzen gesagt hat. Das hat gesessen! Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Ist ja wie zu Hause. Entropie! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Es ist soweit! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Vermerk dich mal, das war jetzt aber schon auf Profi-Level, wa? Führe Gefechtsprotokolle aus! Ich rette meine Mission, Buddy. Hier rüber! Danke. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Ma. Unordnung obsiegt! Du bitte was? Nein, mein Freund. Ich hau dich vor die Wand. Da fällt sich ein Sturm zusammen! Lauf zu euren Sturmbunkern! Glocken am Eis. Kleine Erfrischung! Wirkt der total jagt sich in die Luft. Man hat die Drähte gesehen. Welche Drähte? Ich kann bei Token im Schuss. Los geht's! Ordentlich Damage an anderen. Keine Gnade! Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Komm, spring! Chaos herrscht! Au! Sanktion, aber so. Mit Inklusion! Bams. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt mal irgendwo meine Verbündeten hier neu organisiere, weil Tupperdose ist vielleicht ganz nett, aber naja. Man möge mir verzeihen. Toolshed ist ganz gut. Ich finde Timmy, Blitzkrieg ist sehr effektiv. Und Professor Chaos ist auch sehr gut und ich will endlich seine dritte, ne? Sein drittes Ding in der freischalten, aber... aber was? Ich glaube, ich nehme Captain Diabetes. Diabetes! Wonder Tweak ist als Heiler eigentlich ganz effektiv. Ich glaube, obwohl ich Mission echt mag, setze ich ihn durch. Professor Chaos! Ja, machen wir mal so. Mal gucken, was das bringt. Ich hätte gerne ein Ticket für den Film. Danke. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Sieht jemand einen Typen in roten Hemd? Nein? Hallo? Warum ist das nicht freigeschaltet? Warum kann ich das nicht freischalten? Ja, ist doch Spaß erklärt. Mensch, ins Kino. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun?
Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. Oh, nett von dir, danke. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich es dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Läuft bei dir. Der Tod kommt in vielen Facetten von den Laden, um meine Mutter zu retten. Um ich würde sagen, das ist die Abtriebskrise. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, wenn du kannst über deine Soundeffekte selber machen musst, dann bist du kein guter Ninja. Dann kann ich nur Shitty Ninja. Glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat, Selbstjustizler. Und jetzt, du musst dich stellen. Du anscheinend nicht für die Sprachkurse. Gleichzeitig. Gruppenführer, Tingiao Ma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! For real? Aha, Selbstjustizler! Also, alle auf die Glocke hauen. Sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Diese Sechstklässler wollten bloß Titten sehen und du hast sie gekillt! Zeit für Sterben! Ihr seid alle so interessant! Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln! Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut! Ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig auf die Kacke haut. Donnerlittchen! Nächstes Mal, du umleitest den Schwung von Feind auf Feind! Was schwafelst du? Das fragen wir uns alle. Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe! Ich bin dran. Ist ja fast interessant. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Ich glaube, das hat den richtig wehgetan. Ich mach das, Leute. Schämen Sie sich. Sieht aus wie Krebs. Hilf den Menschen. Au! Die vielleicht Shitty Ninjas zeigen, wie das geht. Ich vielleicht, die hauen ins Gesicht mit Anlauf. Wir machen mal aus Shitty Ninja verloren Shitty Ninja. Ich dachte, Ninjas können sich in Rauch verwandeln und so. Das ist kein authentischer Ninja-Move. Der kann gerade so. Ihr Auftrag verkennen Kinder, nicht umgekehrt. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Bitte wie? Dafür gibt's keine Mikroaggression. OMG, das war gar. Oh, mein Kinder tötet Freunde! Haha. Oh Gott, bin ich dran? Gut erkannt. Mein getreuer Gevatter. Nee. Ich will meinen eigenen Mate nicht. Bin ich schon dran? Komm, wir Frostmann. Ich leg mich auf Eis. Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe! Oh mein Gott, ich hab vergessen, wie es heißt. Ich glaube, es heißt nein. Naja, gut. Er ist bezaubert, er wird's verstehen. Nicht jeder wohl mag Raisins Girls. Du nicht im Restaurant von ihnen? Oh mein Gott, du bist so fies! Ja! Du brauchst doch Ninja-Training. Ich gebe Gutschein für schöne Rabatt. Ach so, klar, die kriegen Rabatt. Und wir? Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Du guter Verbündeter. Gut in Kinder töten und nicht in Koreanisch. Name und die Mobile-Nummer bitte. Au! Also, für einen Krebsmenschen bist du ganz in Ordnung. Danke, Menschen-Sprössling. Vielleicht soll ich doch mal Humankind als Heiler nehmen. Bin unentschlossen. Chaos! Du lieber Sechsfestern angreifen. Die haben weiche Knochen. Eine kaputte Fontanelle. Also zumindest die. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten!
Ja, dass er sich nicht selbst heilen kann, ist so ein bisschen... Ich sag mal, ungünstig. Schockierend, was? Finger weg von meinem Süßi! Und wer ist dein Süßi? Zeig ihm, was du drauf hast! Warum schied die Bock besser Restaurant als dummes Raisins? Komm, wir hauen erstmal den hier weg. Ja, du stemmst wohl den ganzen Tag Gewichte, Cap. Oh, nee, ja. Ich bin von Natur aus breit. Herzlichen Glückwunsch, aber nimmst du mir ein Rabatt für dich. Oh, Zug abgebrochen. Ein Zug weniger für die Bösen. Ja, sowas aber auch. Für Chaos. Warum verfolgen die Menschen Grete? Weil ihr so super gut schmeckt. Ich werde dich bestrafen. Oh, jetzt wird's wieder süß. Kann man das bitte hier mit übersetzen in die Kommentare schreiben, was das heißt? Ich verlasse mich auf dich. Ich habe alle meine Pfanne zu Schrott zermalmt. Ja. Ich bin der Herrscher der Welt. Mitch Connerhut, alles klar. Kann ich jetzt einen Schnellreisepunkt freischalten? Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht an dich glaube. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Alles klar, danke schön. Warum kann ich das nicht aktivieren? Na, gut, okay. Dumm gelaufen, Pech gehabt. Aber ich wollte doch nur schnell reisen. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Vielleicht war das Chaos lässt die Muskeln spielen. Ja. Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Ich hasse keine Schnellreisefunktion. Meine Überbürgermeisterin erreichte Korktief. Schrott. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so schön, ein weiter Weg. Und ob ich wirklich richtig stehe? Seht ihr, wenn die nächste Folge angeht. Liebe Leute, ich wünsche euch einen angenehmen und traumhaften Abend. Oder traumhafte Nacht, was auch immer. Und wir sehen oder hören oder riechen oder schmecken uns wieder. Wir sind cool.